Sekretär d'État, cher Jan. Herr Staatssekretär, lieber Jan, Frau Desouillet, lieber Herr Herrmann, meine Damen und Herren, Zuhörer aus Deutschland, Frankreich, es ist uns ein Vergnügen, Sie heute hier begrüßen zu dürfen zu diesem Austausch zum Thema Frankophonie. Das Thema ist Saarland, französischsprachiges Gebiet im Saarland. Und Herr Generalkonsul Sebastian Girard wird heute das Schlusswort sprechen, denn natürlich ist das Generalkonsulat im Saarland ein sehr wichtiger Partner, nicht nur für die Regierung, sondern für alle im Saarland. Bevor ich unsere Teilnehmer vorstelle, erlauben Sie mir bitte, Ihnen allen dafür zu danken, dass Sie heute so zahlreich hier vertreten sind im französischen Kanal wie im deutschen Kanal. Ich bin hoch erfreut, zusätzlich zu unseren Teilnehmern noch einige wichtige andere Akteure begrüßen zu dürfen, die seit Jahren unser Bestreben, das saarländische Bestreben, eine immer französischsprachigere und mehrsprachige Region zu werden, insbesondere Frau Professor Osterstierle sowie Herrn Professor Dieter Leonhard, den Präsidenten der HTW Saar. Unsere Abendveranstaltung wird stattfinden in der Sprache Molières, aber wir wollten sie auch zugänglich machen für all diejenigen, die noch nicht ganz französischsprachig sind. Deswegen haben wir eine simultane Verdolmetschung ins Deutsche. Aus technischen Gründen möchte ich Ihnen noch sagen, was Fragen angeht. Schreiben Sie bitte an unsere E-Mail-Adresse büro@saarland.de. Unser Team wird Sie dann begleiten. Wir haben heute Abend 90 Minuten Zeit, uns auszutauschen. Wir haben das in drei Teile von je circa 30 Minuten unterteilt. Und das wird also fast sein wie ein Theaterstück in drei Akten. Zuerst einmal wird es die Präsentationen geben, danach wird es dann ich mich dann in Austausch mit Herrn Staatssekretär für Bildung und Kultur Jan Benedicuk über das Engagement des Bundeslandes für das Erlernen des Französischen im Saarland, das ganz einzigartig in Deutschland ist. Danach wird Frau Professorin Valérie Desouillères, Literaturprofessorin an den Universitäten Paris und der Universität des Saarlandes über die Rolle und die Aufgaben der Frankophonie in unserem Bundesland sprechen. Und auf Facebook habe ich ja auch gesehen, dass Sie aus Frankreich zu uns sprechen. Und ich muss sagen, ich beneide Sie ein bisschen, Frau Desouillères. Sie werden ja auch über einen Preis sprechen, den Sie vor einigen Tagen zusammen mit Ihren Studenten in der französischen Botschaft erhalten haben. Hierzu möchte ich Ihnen noch einmal gratulieren. Und dann werden wir die Aufgabe wahrnehmen, alle hier zu interviewen, die ihre Leidenschaft für Theater und die Frankophonie teilen. Und danach wird dann der Preisträger Olivier Chouinière, der aus Quebec heute zugeschaltet ist, zu uns sprechen. Er ist Dramaturg. Nach dem Abschluss der Nationalen Theaterschule Kanadas hat er mehrere Auszeichnungen erhalten, darunter sehr, sehr wichtige kanadische Preise, mit denen ihr großes Talent gewürdigt wurde. Vielen Dank für Ihre Beteiligung heute Abend und herzlich willkommen virtuell im Saarland. Außerdem begrüße ich Frau Annette Kühlmeier von SR2 Kulturradio, die eine wichtige Partnerin ist des Primeur Festivals, über das wir uns heute auch austauschen werden, und natürlich last but not least Frau Bettina Schuster-Gäb vom Staatstheater des Saarlandes. Sie haben ein Stück des Autors, den wir heute hier eingeladen haben, inszeniert, und Sie werden
hierauf eingehen und Sie werden auch auf weitere Rollen und das Engagement des Staatstheaters für die Frankophonie eingehen im Laufe des heutigen Abends. Bevor ich nun meinem Herrn, Kollegen Staatssekretär für Bildung und Kultur das Wort gebe, möchte ich kurz auf zwei Dinge eingehen. Zuerst einmal möchte ich Ihnen kurz die Frankreich-Strategie des Saarlandes vorstellen, die darauf abzielt, das wissen Sie bereits schon, innerhalb einer Generation in Mehrsprachigkeit zu erreichen. Das heißt bis 2043. Dies sowohl in unseren Schulen, darüber wird Jan uns berichten, aber auch indem wir die französische Sprache in den Alltag unserer Bürger verstärkt bringen, in die Universitäten, in die Unternehmen, in die Kultur, aber auch indem wir zeigen, wie präsent die französische Sprache auch in der saarländischen Justiz schon ist. Um Ihnen ein Beispiel zu geben, das Handelsgericht, die Handelskammer am Landgericht Saarbrücken ist die einzige, wo man die Möglichkeit hat, in französischer Sprache zu plädieren. Das zeigt, wie sehr ja die Frankophonie bereits heute Teil des saarländischen Alltags ist. Aber die Frankreich-Strategie des Saarlandes, hier geht es nicht nur um Sprache. Im Rahmen der Frankreich-Strategie möchten wir insgesamt die Verbindung zu Frankreich in der französischsprachigen Welt stärken. Wir haben 15 Kooperationsfelder, natürlich die Kultur, die französische Sprache, aber auch Themen wie künstliche Intelligenz, Wirtschaft, Verkehr, Hochschulbildung. Und seien Sie sicher, ich verweise nur kurz auf unsere Webseite www.frankreichstrategie.saarland.de. Also da muss man über zwei deutsche Worte gehen, um eine französischsprachige Welt zu entdecken. Sie finden dort auf unserer partizipativen Bürgerplattform, die seit November 2020 online ist, sehr, sehr viele interessante Dinge. Wir haben beispielsweise schon 12 Veranstaltungen organisiert, die wir auf dieser Plattform übertragen haben, zu ganz unterschiedlichen Themen, wie beispielsweise der Zusammenarbeit im Gesundheitswesen, der Digitalisierung, das Erlernen des Französischen in anderen Ländern, beispielsweise auch die Aufgaben der deutschen Botschaft in Frankreich und dergleichen. Und jetzt habe ich eine kleine Bitte an Sie heute Abend, denn die Strategie, die Frankreich-Strategie des Saarlandes ist nur dann von Erfolg gekrönt, wenn sie mehr als eine Strategie der Regierung ist. Sie muss getragen werden von den Akteuren der Zivilgesellschaft, von uns allen. Und deswegen brauchen wir Sie. Wir brauchen Ihre Ideen, Ihre Anmerkungen, Ihre Erfahrungen. Also vielen Dank dafür, dass Sie sich einbinden und dass Sie mit uns allen zusammen Co-Autoren dieses einzigartigen Bestrebens in Deutschland werden. Das französische Magazin Acteur Public, das Sie vielleicht kennen, hat unseren zweisprachigen und partizipativen Ansatz gewürdigt. Man hat uns den Preis Coup de Cœur der Jury verliehen in der Assemblée Nationale in Anwesenheit von Vertretern der französischen Regierung. Und das ist meiner Meinung nach eine große Ehre für das Saarland. Das ist aber auch insbesondere eine Anerkennung der Bemühungen aller saarländischen Akteure der Zivilgesellschaft zugunsten der Frankophonie. Die zweite und jetzt auch letzte Frage, die ich Ihnen stellen möchte, hier geht es um das Thema der Frankophonie im engeren Sinne. Also wenn man die französische Sprache beherrscht, fühlt man sich den französischsprachigen Menschen, also den Menschen, die die Frankophonie repräsentieren, sehr nah. Unsere Beziehungen zu den Partnern der Großregion, Grand Est, Belgien beispielsweise, sind schon sehr eng, aber wir als Saarländer, nicht nur die Regierung, sondern auch die Unternehmen, die Banken, haben ganz besondere, ganz wichtige Kontakte auch nach Tunesien, in den Senegal und vielleicht eines Tages auch nach Quebec. Deswegen hatte ich das Vergnügen am 4. März in Paris am Sitz der Internationalen Organisation der Frankophonie die Bewerbung des Saarlandes präsentieren zu dürfen, denn wir möchten Mitglied werden in der Organisation Internationale de la Francophonie. Sie wissen, dass es ja beispielsweise auch andere Teilgebiete außerhalb Frankreichs gibt, die das sind. Und wir möchten unseren Beitrag hier zu leisten. Meine Damen und Herren, ich danke Ihnen
dass Sie heute hier anwesend sind und ich habe nun das Vergnügen, meinem Kollegen das Wort zu geben. Ich wünsche Ihnen einen exzellenten Abend. Ich danke Ihnen, dass Sie hier sind. Und Jan, jetzt hast du das Wort. Ja, das Vergnügen ist ganz auf meiner Seite. Lieber Roland, vielen Dank für diese Einleitung. Frau Abgeordnete, Frau Direktorin, die Soyer, meine Damen und Herren. Und um ganz kurz zu sein, liebe Freunde der Frankophonie, ich mir ist es wirklich eine sehr große Freude, hier teilzunehmen an dieser heutigen Veranstaltung zum Thema Saarland, französischsprachiges Gebiet in Deutschland. Und das ist schon das zweite Mal, dass ich an einem solchen Austausch teilnehme, die so wichtig sind. Das ist sehr schade, dass wir uns nicht live, also in Präsenz, treffen können, aber ich verspreche Ihnen, und das ist ein Versprechen, das wir, glaube ich, alle teilen, dass wir uns auch wieder treffen können werden, entweder in Paris oder Saarbrücken, um wirklich in Präsenz miteinander zu diskutieren. Ich werde nur ganz kurz heute sprechen, damit wir mehr Zeit für den Austausch haben. Zu unserem heutigen Thema. Wir haben ganz sicher alle schon mal die Erfahrungen selbst gemacht, dass das Saarland das französischste aller Bundesländer ist. Das ist unser Ziel, das sagen wir oft, aber wir müssen diese Ambition auch mit Leben füllen. Und das ist umso wahrer, da die geografische Lage, die besondere Geschichte des Saarlandes, die Sie alle kennen, natürlich ganz besonders ist. Wir sind ein kleines Bundesland, aber wir sind mit Sicherheit das innovativste Bundesland Deutschlands, das in seiner Geschichte schon sehr viele unterschiedlich, sehr vielen unterschiedlichen Einheiten angehört hat. Und ich denke, dass es das gemeinsame Ziel nun ist, einen gemeinsamen Raum des Austausches zu haben, der durch die Sprache verbunden wird, die wir dann alle beherrschen, die hier in der Großregion leben und darüber hinaus. Und deswegen ist es für uns als Bildungsministerium, als Kultusministerium sehr wichtig. Wir tun alles, um das Erlernen der französischen Sprache in den Schulen zu fördern. Aber wir fangen sehr früh damit an, denn Sprachen lernt man am besten von frühester Kindheit an. Und man lernt sie auch besser, wenn man ganz klein ist, als dann später, wenn man größer ist. Also fangen wir sehr früh an, das Französische einzuführen als Sprache bereits im Kindergartenalter. Sie wissen, dass wir als Bundesland Saarland circa die Hälfte der Kindergärten mit dem Label Élysée-Kindergarten gekennzeichnet haben. Sie wissen, dass es aber 1,2% der deutschen Bevölkerung, der Bevölkerung Deutschlands, ausmacht. Aber unser Gewicht ist sehr viel stärker als das Gewicht hier der Bevölkerung, was die Verbreitung von zweisprachigen Kindergärten also angeht in unserem Bundesland. Und wir möchten dieses Netzwerk noch erweitern. Wir haben sehr viele Kindergärten, die sich dem Netzwerk anschließen möchten. Und mit diesem Ziel verstärken wir dann auch die Bemühungen, um dann später bereits einen guten Einstieg in die Sprache zu bieten für die Schüler. Und unser gemeinsames Ziel ist es, das Erlernen des Französischen zu verstetigen. Wir haben circa 160 Grundschulen im Saarland. Und wir arbeiten daran, dass sie
alle über die gesamte Schulzeit das Französische anbieten, also von der Klasse 1 bis zur Klasse 4. Das ist leider noch nicht der Fall. Deswegen müssen wir hier noch einen Schritt hin zu einer Kontinuität machen, die sich dann danach fortsetzt in der Bildung in den Gymnasien, Gemeinschaftsschulen und so weiter, um dann also so insgesamt auch in den beruflichen Schulen fortgesetzt zu werden. Wir möchten das Französische voranbringen, nicht als Fremdsprache, sondern als Sprache des Nachbarn, als Sprache der Freunde. Und Sie kennen die Diskussionen, die es hier gibt zum Thema, sollte man denn nicht lieber Englisch lernen als erste Fremdsprache, denn das ist eine globale Sprache. Also ich sehe das genau andersrum. Ich denke, man sollte Französisch als erstes lernen, denn Englisch, das wissen Sie alle, lernt man danach schnell. Also man sollte hier wirklich in das Erlernen der französischen Sprache auf allen Ebenen investieren. Und das ist auch hier unsere Daseinsberechtigung im Saarland, in den Schulen, dass diese Sprache unser erstes Bildungsziel ist, in Anführungszeichen, bei den Fremdsprachen. Wir fördern also die Entwicklung des Austauschs und der Mobilität auf allen Ebenen, denn das Kennenlernen der Kultur und der Sprache des Nachbarn läuft vor allem über Treffen zwischen Männern und Frauen, zwischen Menschen und nicht nur in Klassen oder in Schulräumen, wo Sprachen unterrichtet werden. Sprachen müssen gelebt, Sprachen müssen gesprochen und in allen unterschiedlichen Umständen angewendet werden. Deswegen unterstützen wir das hier sehr stark und die Europäische Union bietet ja hier auch neue finanzielle Mittel, um hier einen breiteren Rahmen für diesen Austausch innerhalb Europas zwischen Deutschland und Frankreich zu ermöglichen. Und ich kann Ihnen auch sagen, dass es noch sehr, sehr ehrgeizige Ziele gibt. Ich habe ja bereits darüber gesprochen, dass wir Französisch kontinuierlich etablieren wollen, ununterbrochen in den Grundschulen. Das ist vielleicht eher, aber wir wollen auch, und das ist eher ein langfristiges Ziel, eine Lehrerausbildung für die Primarstufe gemeinsam Deutsch-Französisch organisieren, damit die Lehrer dann nicht nur die Sprache lehren können, sondern dass sie auch wirklich in die deutsche oder französische Kultur eintauchen und so das Erlernen nicht nur der Sprache, sondern auch der Kultur des Landes ermöglichen. Wir möchten also hier Lehrer, die die beiden Systeme kennen und die in der Lage sind, in beiden Ländern, in Deutschland und in Frankreich zu arbeiten. Und ich bin auch in meiner Funktion als Kulturstaatssekretär, kann ich ja auch sagen, dass wir hier deutsch-französische kulturelle Leuchttürme im Saarland haben, die Sie alle kennen. Das Khmer-Festival beispielsweise, das Festival Perspektive, ein Festival, das Lustig heißt, das sich an ein junges Publikum wendet, ein Theaterfestival. Und Sie wissen, dass das wirklich sehr, sehr schade ist, dass diese Veranstaltungen in letzter Zeit nicht in der gewohnten Form stattfinden konnten im letzten Jahr. Und wir wissen nicht, wie die Pandemie sich weiterentwickeln wird. Aber ich hoffe, dass wir
im Mai mit dem Festival Perspektiv zumindest Veranstaltungen werden haben können. Wir wissen noch nicht, in welchem Rahmen. Das ist noch das Traurige an der aktuellen Situation, die der Pandemie geschuldet ist. Das Saarland hat auch sehr, ist auch Sitz sehr vieler deutsch-französischer Institutionen im kulturellen Bereich, natürlich die Stiftung, die Deutsch-Französische Stiftung für die kulturelle Zusammenarbeit, deren Sitz in Saarbrücken ist. Und ich erlaube mir, liebe Frau Desolières, Ihnen hier für Engagement in leitender Funktion dieser Institution danken zu dürfen. Sie tun sehr viele interessante Dinge. Ich habe bereits von der Corona-Krise gesprochen, alles auf den Kopf gestellt hat, aber die natürlich nicht unsere gemeinsamen Ziele auf den Kopf stellen sollte, nämlich das Saarland als Akteur der Frankophonie festigen in unserem Willen, dieser Gemeinschaft anzuschließen, aber auch in unserer gemeinsamen Herangehensweise sich besser kennenzulernen und hier wirklich sehr enge Beziehungen zu knüpfen, die Sprache zu erlernen und unsere Kinder die Sprache zu lehren und so zu ermöglichen, dass sie unsere Ziele erreichen, dass sie wahr werden. Und ich möchte jetzt nicht länger zu Ihnen sprechen. Ich möchte nur noch kurz sagen, dass ich mich wirklich sehr freue, dass ich heute hier bei Ihnen sein darf und dass wir über dieses Thema sprechen können. Und lieber Roland, ich danke dir herzlich für die Einladung. Und ich sage jetzt schon mal bis bald, denn natürlich bleibe ich jetzt hier noch weiter in der Veranstaltung. Aber wie gesagt, ich freue mich schon darauf, Sie auch wieder in Präsenz treffen zu dürfen. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, vielen Dank, Jan. Jetzt darf ich Valérie Desolières das Wort geben. Und ich möchte sagen, wenn wir uns nicht in Saarbrücken oder in Paris treffen können, dann treffen wir uns in Uzès. Das ist eine sehr, sehr schöne Idee. Herr Staatssekretär, Frau Abgeordnete, liebe Freunde, ich möchte Ihnen ganz herzlich danken für die Möglichkeit, die ich erhalten habe, über das Institut Français zu sprechen, über seine Aufgaben, sein Engagement. Ich möchte sagen, dass unser Wunsch, wie ich einmal nennen möchte, darin besteht, die französische Kultur und Sprache mit einer größtmöglichen Anzahl an Menschen zu teilen, aber auch die deutsch-französische Beziehung ganz real umzusetzen. Wir sind ein echtes deutsch-französisches Zentrum und wir möchten im wunderbaren Ambiente der Villa Europa, die ja dank der Großzügigkeit des Saarlandes unseren Sitz beherbergt, einen europäischen Dialog begründen. Dies tun wir in einem kosmopolitischen, mehrsprachigen und interkulturellen Ansatz. Ich möchte drei Hauptaufgaben ansprechen. Die Förderung der französischen Sprache, das Verteidigen und das Fördern der französischen Kultur und dann als drittes unser Engagement, um im Rahmen unserer Programmgestaltung einen europäischen kosmopolitischen Ansatz umzusetzen. Einige Zahlen. Unser Institut ist 1957 gegründet worden. Es gehörte einige Zeit zum französischen Außenministerium nach einem Abkommen zwischen der französischen und der deutschen Regierung. Danach gehörte es dann zum Institut Français Mainz. Und seit ich hierher gekommen bin, ist es so,
dass dank meiner Kollegin und Freundin, Frau Patricia Osterstierle, ich die Leitung übernehmen darf, also seit 2008, auch am Lehrstuhl für französische Literatur. Danach stand dann auch eine Zeit lang unser Institut mal unter der Leitung der Stiftung von Doris Pack. Wir setzen unsere Aktionen immer in den deutsch-französischen Kontext. Das Institut Français Deutschlands umfasst die kulturellen Partner Frankreichs in Deutschland, wurde 2009 neu begründet und führt heute 11 Institutionen zusammen, die enge Verbindungen haben mit 10 deutsch-französischen Zentren. Wir haben also 24 Städte in Deutschland, die so eine kulturelle Vertretung Frankreichs beherbergen. Kurz etwas zum Team gesagt, denn ohne ein gutes Team kann man natürlich nichts umsetzen. Das Institut hat immer auf den Schultern drei Frauen beruht sozusagen, der Direktorin, der Generaldirektorin und einer Projektbeauftragten. Das war Sandra Fuhrmann und Elise Loch-Becquet sind jetzt haben uns jetzt verlassen und ihre beiden Nachfolgerinnen möchten mit mir zusammen die französische Kultur und Sprache im Kontext der Villa Europa fördern. Die eine erste Aufgabe, die ich ansprechen möchte, ist die Förderung des Französischen im Saarland, die, wie Sie bereits gesagt haben, der Staatssekretär, eingebettet ist in die Frankreich-Strategie. Wir sind beauftragt, oder unsere Aufgabe ist die Durchführung der DELF, der Frantiklet, Prüfungen, wo im Rahmen dessen wir mit der französischen Botschaft zusammenarbeiten, sowie dem Kultusministerium des Saarlandes und den schulischen Einrichtungen. Die Förderung der französischen Sprache läuft aber nicht nur über die Durchführung der DELF und der Ventigré, Maßnahmen, sondern auch über die Organisation von Sprachtests, entweder auf Initiative des Außenministeriums, wie beispielsweise der Prix des Lycéens, oder auf Initiative, auf persönliche Initiative des Institut Français, wie beispielsweise der ehemaligen Referentin für sprachliche Fragen, wo jedes Jahr eine Theaterwettbewerb organisiert wurde in Kooperation mit Theatern aus dem Saarland und der Moselle, dem DFJW und dem Klett Verlag. Zweisprachigkeit, Bilinguismus, das wissen wir alle, ist die Bedingung für dauerhafte grenzüberschreitende Zusammenarbeit. Zweite Aufgabe unserer Institution, die französische Kultur im Saarland fördern, Literatur, betreffend beispielsweise organisieren wir Treffen von allen möglichen Preisträgern aus diesem Bereich, beispielsweise aus dem Gymnasialbereich. Wir haben in der Villa Europa auch Mélisse de Kerongal, Élie Cadou und sehr viele weitere Preisträger, wie beispielsweise Jali Amal, begrüßen dürfen, der 2020 den Prix Goncourt des Lycéens bekommen hat. Außerdem organisieren wir im Bereich Musik Konzerte, Darbietungen, ganz innovative Dinge auch mit der
Musikhochschule zusammen. Wir haben eine große Veranstaltung mit Carole Beffer organisiert in den Jahren 2013 und 2017 und mit einem Mathematik-Nobelpreisträger im Jahr 2010 auch ganz bedeutende Veranstaltungen organisiert. Wir organisieren Kunst- und Fotoausstellungen. Das ist uns wichtig, französische Handwerkskunst auch zu präsentieren. Und wir haben auch einen Fokus auf die Bühnenkunst gelegt. Wir sind Partner des deutsch-französischen Primeur-Festivals, über das wir heute Abend auch sprechen werden, und des Festivals Perspektiv, das Sie alle kennen. Eine dritte Aufgabe, die vielleicht etwas weniger bekannt ist in der Öffentlichkeit, ist unser Einsatz zur Förderung eines europäischen kosmopolitischen Ansatzes. Wir organisieren sehr viele europäische Treffen in der Villa Europa. Wir organisieren jedes Jahr den Europatag zu wichtigen Themen wie beispielsweise Metamorphosen des Geistes, sehr viele interessante Treffen in Zusammenarbeit oder in Bezug zur Förderung eines europäischen multikulturellen Geistes. Der Europatag ist die Gelegenheit, Synergieeffekte zu schaffen zwischen den weiterführenden Schulen und den Universitäten. Und ich möchte natürlich hervorheben, dass diese Beziehungen zwischen den Universitäten und den weiterführenden Schulen noch enger geknüpft werden sollten. Und ich möchte auch alle lokalen Partnerschaften, die wir begründen konnten, ansprechen, beispielsweise die Partnerschaft mit der Universität des Saarlandes, natürlich mit SR2 Kulturradio, dem Staatstheater, der Musikhochschule, dem Saarlandmuseum, der Stadtgalerie, dem Künstlerhaus, in der Industriekammer, der Architektenkammer. Wir haben, wie unser lieber Freund, Herr Generalkonsul Sebastian Girard, der ja alle Partner angesprochen hat, langfristige Zusammenarbeit mit unterschiedlichen Partnern begründet. Der Fokus heute Abend liegt ja auf dem Thema der Frankophonie. Und ich möchte gerne beschreiben, was ich hier tue in diesem Kontext, also im Kontext dessen, was das Bureau du Livre hier beitragen kann. Denn das ist einer unserer privilegierten Partner. Wir arbeiten eng mit Myriam Louvion zusammen, die das Bureau du Livre in Berlin leitet und die uns hier regelmäßig Autorenlesungen, Diskussionsreihen anbietet. Und ich möchte kurz die Themen des Institut Français Deutschland in diesem Zusammenhang vorstellen. Zuerst einmal, das scheint mir am wichtigsten, ist das Übersetzungsprojekt, das in Berlin und Stuttgart im September organisiert wird. Hier ist der Titel im Herzen der Gewalt. Hier geht es um ein grundlegendes Essay zum Thema Übersetzung und Gewalt, und es wird hier die Verbindung zwischen diesen beiden Themenbereichen und zur Fragestellung, wie übersetzt man gewalttätige Texte, behandelt. Ein zweites Projekt
Dem wir uns widmen möchten, ist eine Ausstellung, die dem afrikanischen Comic gewidmet sein wird, widmen möchten, in Zusammenarbeit mit wichtigen Partnern aus diesem Bereich. Und das dritte Projekt oder das dritte Beispiel, das ich Ihnen aufzählen möchte, ist eine sind Veranstaltungen in Zusammenhang mit den Übersetzungen wichtiger Autoren aus Kamerun ins Deutsche. Und hier wird es im Herbst in Saarbrücken dann eine Veranstaltung geben. Sie sehen also, dass es dem Institut Français sehr wichtig ist, hier mit sehr vielen Partnern auf lokaler Ebene zusammenzuarbeiten, aber natürlich auch mit dem Bureau du Livre in Berlin. Ich denke, das war so das Wichtigste, was ich sagen wollte über unsere Aufgaben. Ich möchte auch hervorheben, dass ich als Lehrende an der Universität des Saarlandes versuche, die Verbindungen zwischen meiner Lehrtätigkeit und meiner Programmgestaltung zu schaffen. Also ich binde meine Studenten in die Arbeit des Institut Français ein. Und ich habe ja eben diesen schönen Wettbewerb angesprochen, an dem wir teilgenommen haben. Wir haben hier in der Tat sehr viel gearbeitet. Das war ein gemeinsamer Erfolg, den wir hier erzielt haben, denn gemeinsam ist man ja immer stärker. Und drei Studierende der Universität des Saarlandes haben am Sonntagabend den Preis erhalten, Utopie Europa 2021, der dem Thema digitaler Utopien gewidmet war. Und unser Projekt bestand darin, in allen Ländern der Europäischen Union ein Programm zur Sensibilisierung von Schülern für die Gefahren des Digitalen auf Grundlage eines Drei-Parteien-Abkommens zwischen den Schülern, den Eltern und den Lehrenden zu bekunden. Das war jetzt die kürzestmögliche Zusammenfassung der zahlreichen Aktivitäten unseres Hauses. Ja, vielen Dank, Frau Desolière. Das stimmt, dass das wirklich die kürzeste Zusammenfassung ist, kürzestmögliche Zusammenfassung bei all dessen, was Sie beitragen zum kulturellen Reichtum unserer Region. Sie werden jetzt die folgenden Redner interviewen, wenn ich richtig informiert bin, gehen wir jetzt auf die andere Seite des Atlantiks und sprechen mit Herrn Sponnier, der jetzt von Ihnen interviewt wird. Herr Sponnier, vielen Dank, dass Sie hier sind. Herzlich willkommen im Saarland, also virtuell gesehen. Vielen Dank, dass Sie da sind und heute hier zu unseren Zuhörern sprechen. Ich danke Ihnen. Ich möchte zuerst natürlich auch einmal Olivier Sponnier herzlich begrüßen. Ich denke, in Montreal, von wo aus er uns zugeschaltet ist, ist es ja auch nicht mehr so früh. Also es ist nicht so schwer für ihn gewesen, sich hier zu beteiligen, auch wenn er auf der anderen Seite des Atlantiks ist. Die grenzüberschreitende Zusammenarbeit betreffend im Rahmen von Festivals habe ich, als ich 2008 mein Amt angetreten habe, also ist mir vorgeschlagen worden, dass mich dem Festival zu widmen, und als man mir dann vorgeschlagen hat, es heute anzusprechen, dachte ich, es ist ein sehr schönes Beispiel für die Zusammenarbeit zwischen Deutschland und Frankreich. Es ist ein echtes deutsch-französisches Festival.
Und es ist auch das Ergebnis der engen Zusammenarbeit von 4 Institutionen, 2 auf deutscher und 2 auf französischer Seite. Das Theater Scène Nationale in Forbach, das Caro, das Institut Français als 2. französische Institution, das Staatstheater und SR2 Kulturradio von deutscher Seite. Wir, also das Festival hat sich natürlich von Jahr zu Jahr weiterentwickelt. Zu Beginn haben wir nur einen Preis vergeben, den Autorenpreis. Aber sehr schnell haben wir dann gemerkt, wie ungerecht es ist, den Übersetzer hinter dem Autoren zu verstecken, in Anführungszeichen. Also haben wir einen 2. Preis ins Leben gerufen für die Übersetzung. Heute sprechen wir mit Olivier Chouinière, der der glückliche Preisträger des Autorenpreises des Primeur Festivals 2020 ist. Lieber Olivier, Sie sind das, was man einen Quebecer Dramaturgen nennt, also etwas ganz Besonderes. Sie haben hier eine enge Beziehung zum Quebecer Theater, die gleich auch thematisiert wird von Bettina Schuster, gibt, die sich einem ihrer Stücke gewidmet hat. Sie haben, lieber Olivier, diesen Preis bekommen vom Primär Festival. Was möchten Sie dazu sagen? Also wie immer, wenn man einen Preis bekommt, ist es eine angenehme Überraschung. Ich habe das nicht erwartet. Ich war einfach froh, dass das Stück Teil des Festivalprogrammes war. Und ein Preis ist immer eine Überraschung, ist immer eine angenehme Überraschung. Ihre Veröffentlichungen sind sehr zahlreich. Sie haben vor diesem Stück, das ausgezeichnet wurde, schon 6 andere Theaterstücke geschrieben. Und das erste spielt in einem verlassenen Schwimmbad in Montreal. Und es war auch in der engeren Auswahl für einen hochrangigen Preis in Kanada. Und sie haben 5 weitere Stücke veröffentlicht vor demjenigen, das wir heute Abend besprechen. Sie haben beispielsweise im Jahr 2001 in Quebec, im Jahr 2002 und 2003 auch die Stücke Venise en Québec und Jocelyne en Dépression veröffentlicht. Dann haben Sie im Jahr 2004 etwas weiteres veröffentlicht. Eine Frage, die ich Ihnen stellen möchte, wie haben Sie das gemacht? Also von welchem Stück sprechen Sie jetzt? Von dem Stück Félicité. Félicité ist eine Art fantastische Geschichte. Sie ist also weit vom Werk Flauberts entfernt. Also diese junge Frau, die Sie beschreiben in Ihrem Werk, trägt Namen, die sehr unterschiedlich sind von den der anderen Akteure, beispielsweise Sébastien und Raymond. Das heißt, das junge Mädchen, das Sie in diesem Werk beschreiben, ist ein Konzept, wie beispielsweise die Allegorien in anderen Werken. Also wie ist diese junge Frau? Was können Sie hierzu sagen? Also zuerst einmal muss man sagen, dass dieses Stück inspiriert ist von einem Essay von einem französischen Autorenkollektiv und dass hierin diese junge Frau, dieses junge Mädchen als Konzept entwickelt wird, als eine Idee
die man folgendermaßen zusammenfassen könnte. Das junge Mädchen also im Rahmen der Beschreibung sucht man hier die Konturen des idealen Bürgers innerhalb der kapitalistischen Konsumgesellschaft, in der wir leben. Und ich fand das sehr inspirierend. Es ist ein Buch, das ich mehrmals gelesen habe, und ich habe dann dieses Konzept aufgenommen und habe dann daraus meine Figur, also die junge Frau, die ich hier beschreibe, gemacht. Sie ist aber eigentlich nicht jung, sie ist eigentlich alterslos, sie ist geschlechtslos. Also dieses junge Menschen, ist ein bisschen wie alle in dieser Konsumgesellschaft. Und es ist klar, wenn man mit Schauspielern spricht, dann ist es klar, dass wenn ein Konzept gespielt wird, das ist etwas Abstraktes. Aber ich sehe gern dieses junge Mädchen, das ich in meinem Werk beschreibe, wie ein Kostüm, das man tragen kann. Und das, was ich trage, ist auch das, was ich hier spreche. Also dieses junge Mädchen aus meinem Werk wird gezeigt, wird dargestellt auf Grundlage der wichtigen Themen in unserer Gesellschaft. Es ist also die Frage nach dem Glück, die Sie hier hauptsächlich mit Ihrem Werk ansprechen. Wie ist Ihr Werk aufgenommen worden in Quebec und in England? Das ist ja in England, in London auch gespielt worden. Ah, echt, wusste ich gar nicht. Da habe ich was Neues erfahren. Also in Quebec ist es gut aufgenommen worden. Das Stück hatte Erfolg. Es gab sogar eine Tournee in Quebec. Und jemand, den ich getroffen habe in einem Theater, hat mir gesagt, das ist wie etwas, das gut ist für die Gesundheit. Das ist ein gutes Stück, und das ist eigentlich ein Bild, das mir ganz gut gefällt. Also dieses Stück und das Theater insgesamt wenden sich nicht nur an den Intellekt, an das Gehirn, sondern sprechen den Körper als Ganzes an, den Menschen als Ganzes. Und der kann eine Art der Reinigung erfahren. Und es ist mir sehr schön, dass das Stück Menschen in dieser Art bewegen kann. Und ich denke, im Herzen dieses Stückes befindet sich die Frage nach dem Kapitalismus, aber auch nach der Art des Kapitalismus, in dem wir leben. Einerseits ist man Teil eines Systems, und andererseits fühlt man sich diesem System, dem man sich noch unterordnet, sehr fern. Kapitalismus ist natürlich eng mit sehr vielen anderen Themen verbunden. Natürlich braucht man in gewisser Weise die Konsumgesellschaft, um glücklich zu sein, aber für mich ist es sehr wichtig, hier über die Freiheit zu sprechen und welche Freiheit man findet, wenn man über dieses System hinausgeht, und dass es so wichtig ist, dass wir unsere eigenen Konturen bewahren, dass wir Individuen bleiben in diesem System. Das Stück ist in Frankreich noch nicht gespielt worden, aber es ist in Deutschland gespielt worden. Nicht nur im Saarland. Ich denke hier beispielsweise an das Primeur-Festival und die Anthologie, die hier jedes Jahr im Zusammenhang damit veröffentlicht wird. Es gibt also in Deutschland großes Interesse an Ihrem Werk. Haben Sie sich sehr viel mit
haben wir Schmidt Henke, ihren Übersetzer, ausgetauscht, der ja auch den Preis des Festivals bekommen hat. Nur sehr wenig. Sehr wenig, also ein oder zwei Fragen hat er mehr gestellt. Aber man muss auch wissen, dass Heinrich bereits zwei andere Texte von mir übersetzt hatte. Also das war nicht die erste Zusammenarbeit, die wir hatten. Leider spreche ich kein Deutsch, ich kann also seine Arbeit nicht bewerten, aber ich habe hier extremes Vertrauen in ihn. Das zeigt mir ja schon die Art, wie mein Werk in Deutschland aufgenommen wurde, dass er das gut gemacht hat. Und die Zeit vergeht sehr schnell. Ich muss gleich das Wort an Annette geben. Ich möchte nur noch eine letzte Sache ansprechen. Ihr Stück spricht ja gleichzeitig das Künstlerische und das Schaffen im Theater im Allgemeinen an. Sie plädieren für die Kunst über die Ironie. Wie haben Sie die gegenwärtige Krise erlebt? Wie haben Sie die Lage der Künstler erlebt, die hier immer mehr auf Digitales zurückgreifen mussten? Denn das Theater lebt ja vom Austausch mit dem Publikum. Und denken Sie, dass das, was wir gerade erleben, dazu führen wird, dass es eine andere Beziehung entsteht zwischen den Künstlern und dem Publikum? Ihre Frage steht mit sehr vielen Themen im Zusammenhang. Deswegen ist es schwierig zu antworten. Aber ich würde sagen, in erster Linie glaube ich, dass die gegenwärtige Krise, was die darstellenden Künste betrifft, eine Krise, die es bereits vor der Pandemie gab, ganz klar aufzeigt, was unsere Art, Theater zu machen angeht, was unsere Produktionsarten angeht. Und ich stelle hier fest, dass es eine Beschleunigung und eine Ausweitung dieser Mechanismen gibt, die es schon vor März 2020 gab. Ich wünsche wirklich von Herzen, dass es hier eine künstlerische Reflexion gibt über die Pandemie, aber darüber hinaus auch über die allgemeine Krise, beispielsweise hier des Theaters in Quebec. Und ich fürchte, dass das nicht stattfindet, weil wir hier auch natürlich gewissen Zwängen unterliegen. Die Theater sind immer noch geschlossen hier bei uns in Quebec. Persönlich denke ich, dass diese Krise, diese Gesundheitskrise, eine Gelegenheit bietet, die Arbeit in einer anderen Weise zu erleben. Denn ich bin ja nicht nur Dramaturg, ich bin ja auch Regisseur. Und ich erlebe mit meiner Kompanie gerade eine andere Form der Darbietung. Wie beispielsweise, wenn Künstler durch die Stadt laufen und in der Stadt ihr Werk präsentieren. Und das ermöglicht mir auch diese Form des Theaters zu präsentieren. Aber sagen wir, das Theater gehört ja nicht nur zum Theater. Das Theater gehört zum öffentlichen Raum. Und ich glaube und ich hoffe, dass am Ende all dessen die Künstler nicht so viel verloren haben werden in dieser Krise. Ja, vielen Dank, Olivier, für diese Antworten. Ich
gestehe, dass als ich erfahren habe, dass das Festival nicht stattfindet im letzten Jahr, war ich sehr traurig. Aber sowohl das Staatstheater als auch das Theater Caro haben hier sehr viel getan. Es gibt jetzt neue digitale Inhalte, sowohl vom Staatstheater als auch des Caros. Und so konnte ich vorstellen, dass meine Partner nicht nur das Festival gerettet haben, sondern dass sie sogar neu erfunden haben. Jetzt möchte ich aber nicht weitersprechen. Ich möchte das Wort jetzt Annette Kühlmeier geben, die für SR2 Kulturradio spricht. Annette, du wirst uns jetzt vielleicht etwas über deine Liebesgeschichte mit dem kanadischen Theater erzählen. Hallo, on n'entend pas? Man hört Frau Kühlmeier leider nicht sprechen. Est-ce que Bettina et Annette sont toujours connectés? Sind Bettina und Annette noch da? Tout à fait. Ja, Bettina ist noch da. Also wenn Annette das Wort nicht... Sie hat keinen Ton. Oh. Okay, tut mir leid, war irgendwie ein technisches Problem. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich heute Abend hier etwas über das Hörspiel bei SR2 Kulturradio erzählen darf, denn das frankophone Hörspiel oder das Hörspiel frankophone Autoren hat eine lange Tradition beim Saarländischen Rundfunk. Und das Hörspiel Quebecer Autorinnen und Autoren ist sozusagen seit 2001 ein fester Bestandteil unseres Programms. Insgesamt 21 Hörspiele von Quebecer Autoren und Autorinnen haben wir produziert seit 2001. Das heißt nicht jedes Jahr eins, aber im Schnitt kommt es darauf hinaus. Und diese Hörspiele basieren mit einer Ausnahme alle auf Theatertexten. Ein wichtiger Auftakt war im Frühjahr 2002 ein richtiger Programmschwerpunkt auf SR2 Kulturradio zu Quebec mit dem Titel Weder Frankreich noch Amerika. Und da gab es 4 Hörspiel-Neuproduktionen, ein Feature über Montreal und Literatursendungen zu Quebecer Autorinnen und Autoren. Und es folgten eben weitere Hörspiele bis heute. Und das neueste, Feuersturm von David Paquet, wurde jetzt im November 2020 beim Festival Primeur vorgestellt als Live-Hörspiel auf SR2 Kulturradio. Und am 11. April gibt es bei uns dann auch die Studioversion zu hören. Und ich möchte Ihnen aber auch einfach mal die Autoren nennen, damit das Ganze ein bisschen Farbe bekommt und Sie sich besser vorstellen können, wer ist das denn, der da zu hören ist. Also beispielsweise Sarah Berthiaume, Fanny Britt, Normand Charette, Evelyne de la Chenelière, Olivier Chouanière übrigens auch. Von ihm haben wir 2012 ein Hörspiel produziert. Nom de Nomen ist der französische Titel, Gute alte Zeit auf Deutsch. Fabien Cloutier, Daniel Danis, Sébastien David, Carole Fréchette, Jean-François Guibaud und Andréane Joubert, Marie-Cécile Labrèche, Mischka Lavigne, Suzanne Lebeau, David Paquet, Jennifer Tremblay und der große Michel Tremblay. Und allein 5 dieser Hörspiele wurden zuerst als SR2 Live-Hörspiel im Rahmen des Festivals Primeur aufgeführt, das der SR 2006 mitgegründet hat. Und neben diesen guten Kontakten des SR-Hörspiels nach Quebec selbst möchte ich aber auch Marie Räkel von der Botschaft von Quebec in Berlin erwähnen und natürlich Frank Weigand, ein ganz wichtiger Übersetzer, der eben auch die beiden Texte übersetzt hat, die ich gerade zuletzt genannt habe. Also viele von diesen Hörspielen sind auf die Art und Weise erstmals überhaupt einem deutschen Publikum vorgestellt worden, im Radio und vermittelt durch Primeur auch einem Theaterpublikum.
Denn es ist so, dass der SR diese Stücke produziert als Hörspiel und auch zum ersten Mal ausstrahlt. Aber danach senden sie zum Teil auch andere Sender, also der Mitteldeutsche Rundfunk, der RBB, Radio Bremen, der Norddeutsche Rundfunk und insbesondere auch Deutschlandfunk Kultur in Berlin, die seit 2014 die Studioversion unseres Live-Hörspiels beim Festival Primeur co-produzieren und dann auch ausstrahlen. Und natürlich für uns ist die digitale Welt ein Geschenk, das wir schon lange angenommen haben. Heißt, unsere Hörspiele sind auch immer online noch nachzuhören, also in SR Mediathek und ARD Audiothek. Und dadurch erreichen wir auch zunehmend noch Publikum, denn wie im Film, im Fernsehen auch, genießen es die Leute, die Dinge zu hören, wann es ihnen gefällt und nicht, wann sie im Radio kommen. Der SR hat auch die Übersetzung von etlichen dieser Texte in Auftrag gegeben und damit auch den Transfer erleichtert. Denn die Übersetzungen stehen danach auch zur Verfügung, zum Beispiel wenn Theateragenturen sie in ihr Programm nehmen möchten oder auch Direkttheater sie spielen möchten. Und besonders erfolgreich in diesem Zusammenhang waren bisher das Stück 2.14 Uhr von David Paquet, das der SR hat übersetzen lassen. Und das in Deutschland rund ein Dutzend Mal inszeniert wurde auf Bühnen, auf deutschsprachigen Bühnen. Und beispielsweise auch Unter Wasser von Jean-François Guilbault und André-Yann Joubert. Die Übersetzung, die der SR in Auftrag gegeben wurde, wurde zum Beispiel für den Deutschen Jugendtheaterpreis 2018 nominiert. Und das Stück wurde in Essen dann Deutsch, auf Deutsch zum ersten Mal aufgeführt. Und wie gesagt, beide Stücke wurden von Frank Weigand übersetzt und er ist wirklich ein ganz herausragender Übersetzer. Und er ist auch, Valerie hat es gerade schon erwähnt, ein Pfeiler, wenn man so will, für unsere Arbeit. Ja, und das ist sozusagen erstmal ein bisschen das, was SR2 Kulturradio zu Quebec und dem Hörspiel zu sagen hat, vermittelt durch mich. Und vielleicht gibt es später auch noch Fragen dazu. Merci, chère Annette. Nous sommes tous fidèles aux 20h04. Les étudiants ont maintes fois posé la question. Ja, vielen Dank. Die Studenten haben mich sehr oft schon gefragt zu einigen der Stücke. Ich möchte jetzt Bettina das Wort geben, die sich spontan verliebt hat in das Stück von Olivier und die uns jetzt erzählen wird, wie sie das gemacht hat, dass sie hier die Widersprüche, in denen sich dieses asexuelle, geschlechtslose junge Mädchen befindet, wiederfindet. Frau, also vielleicht ganz grundsätzlich, ich bin nicht die Regisseurin des Abends, ich bin Schauspieldramaturgin am Saarländischen Staatstheater und meine Funktion jetzt im Rahmen des Festivals ist, das Festival zu kuratieren, mitzukuratieren, zu lektorieren, Übersetzungen zu lektorieren. Ich schreibe programmatische Texte und eben auch begleite eben auch zusätzlich einzelne Werkstattinszenierungen, wie in diesem Fall das Manifest der jungen Frau von Olivier Chouanière. Und es war also ein Text, der mich inhaltlich sofort überzeugt hatte, als wir ihn im Rahmen unserer Lektüre-Tätigkeit gemeinsam gelesen haben unter den Partnerinnen. Es ist ein Text, der Menschen der westlichen Welt in ihrem Differenziertheitsanspruch einerseits zeigt und zum anderen eben auch das gewaltige Konsumdiktat des Kapitalismus auch spiegelt und diese beiden Welten so aufeinandertreffen lässt. Also uns in unserem Abhängigkeitsdilemma zeigt. Und wir wollen immer diesem schneller, höher, weiter Modus des Kapitalismus mehrheitlich nicht unterliegen und tun es dennoch selbst in der vermeintlichen Rebellion. Das ist also das, was mir der Text von Olivier Chouanière sofort gesagt hat. Und in dem Sinne auch jetzt, Olivier, du führtest es auf, Valerie, du hast es angesprochen, diese
dieser Glücksgedanke dahinter, der war uns erstmal verstellt durch das System und das fand ich sehr interessant. Also, dass es ein System ist, das uns eigentlich anleiten, das uns vermeintlich anleiten will und einen Weg zeigen will und letztendlich vielleicht auch eine Verbindung kappt. Also die Anlage im Stück ist schon durch und durch theatral. Also es sind vermeintliche Dialoge in einer gewissen Rasanz gesprochen. Es ist ein Konzept, was aber personifiziert ist durch 7 SchauspielerInnen. Und auch das hat uns sehr gereizt in der Umsetzung. Wir haben versucht, ein gewisses Altersspektrum zu repräsentieren, das der Autor auch vorgeschlagen hat. Wir sind nicht ganz herangekommen an die Ü70 Schauspieler und auch nicht an die U30 Schauspielerin. Aber dennoch denke ich, dass wir ein Ensemble gefunden haben, was diese grenzenlose Bereitschaft zur Selbstoptimierung in speed-dialogischen Sprachkaskaden gut rüberbringen konnte. Also sie artikulieren sich pausenlos im Stück, emotionalisiert, sprechen die gesamte Gegenwart durch. Es geht um Mode, Essen, Partnersuche, Krieg, Kultur und Lifestyle. Auch in dieser perversen Mischung durchaus nah dran an unserer Realität. Und ich glaube, hier merkt man auch schon eine gewisse Schärfe. Also bei allem poppigem Sprech sind es also Menschen aus Fleisch und Blut, die mit einer politischen Schärfe agieren. Und diese Kombination hat uns sehr interessiert. In der Arbeit mit dem Schauspielensemble haben wir also versucht, die Rasanz, diese Dynamik ins Szenische zu übertragen. Und also man sieht es auch hier im Hintergrund, ein Szenenfoto aus dem Stück, jungen Frauen, also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, wir haben diese Nummerierung gelassen, auch um eine gewisse Uniformität zu symbolisieren oder zu übertragen, zu nutzen, sind hier aufgereiht in einem M für Manifest. Das ist die Ausgangssituation, die Regisseurin Gesa Oetting gewählt hat. Und aus dieser Position heraus, aus dieser Grundstellung heraus positioniert man sich permanent. Und was sie also interessiert hat, war also eine demonstrative Manifestkultur auf die Bühne zu bringen, das politische Reden schwingen und die Selbstperformance letztlich des postmodernen Individuums zu zeigen und ein Schwarmverhalten auf die Bühne zu bringen, mithilfe der Radikalisierung, die im Text auch vorgenommen wird. Also es beginnt im netten Lifestyle-Geplänkel, mit dem wir uns identifizieren können, und endet mit Terrorismus, beziehungsweise es gibt da noch so einen Annex, das die Frage stellt, ob Theater als ganz konkreter Repräsentant von Kultur, für uns, jedenfalls so haben wir es gelesen, als Repräsentant von Kultur, von Reflexion, von Austausch auch auf mittels Kunst, vielleicht in der Lage wäre, diese konsumistische Haltung, die wir schon inhärent haben, zu durchbrechen. Also ein durch und durch spannender Text, auch im szenischen Sinne. Ja. Und 2009 war Olivier Schwanier ja auch schon einmal mit Glückseligkeit, Félicité im Festival eingeladen. Ich erinnere mich sehr gut an Céline Dion und an das Leid, das sie bringt, und auch an die deutschsprachige Erstaufführung in Zürich. Also ich freue mich unheimlich, dass du den Preis gewonnen hast, Olivier, in diesem Jahr verdientermaßen mit schwarzem Sprachwitz und wirklich einer erwähnt politischen Schärfe eine durchaus wichtige Stimme in der Gegenwartsdramatik der Welt, ja, westlichen zumindest, ja, genau. Avant de laisser la place aux questions du public, est-ce que tu peux simplement énumérer... Bevor wir jetzt den Zuschauern die Möglichkeit geben, Fragen zu stellen, möchte ich dich fragen, Bettina, kannst du die Mitglieder der Jury kurz aufzählen? Kurz zum Festival. Du hast ja die Festivalgeschichte bereits erwähnt.
für das Saarländische Staatstheater und Herr Theiß, auch Sie sprachen es an, die Leuchttürme. Also ist das Festival Primeur sicherlich eines der frankophonsten Initiativen der Großregion, zusammen noch mit anderen Festivals sicherlich, aber auch diese dezidiert frankophone Ausrichtung ist, glaube ich, auch etwas, was das Festival seit Anbeginn begleitet. Wir gehen in diesem Jahr in die 15. Ausgabe. Wir haben eine digitale Ausgabe, Ersatzausgabe, aber sie ist fast zu einer vollwertigen geworden, wie ich finde, in 2020 haben zu einer solchen gefunden, die wir mit den entdeckten Mitteln auch nicht missen möchten. Also ich denke, wir werden auch da, wie alle Kulturinstitutionen, auch unsere digitalen Schlüsse draus ziehen und auch die Digitalisierung des Festivals in gewisser Weise womöglich mitdenken. Und ja, also juste énumérer les noms. Die Fachjury, voilà. Donc, wir arbeiten seit 2000. Ja, bitte die Mitglieder aufzählen. Publikumspreis, sondern haben also eine Fachjury etablieren können. Unser großer Dank gilt ihrer Arbeit, die sie ehrenamtlich gemacht hat. Eine Fachjury, die wir aufgestellt haben aus unterschiedlichen Bereichen, auch bewusst abgegrenzt haben von unseren Partnerinstitutionen, darunter Professorin Patricia Oster-Stierle, die diese Jury jetzt auch schon 2 Jahre in Folge begleitet hat, die stellvertretende Leiterin der Théâtre de la Ville du Luxembourg, Anne Legille, und jetzt in diesem Jahr neu der Verlagsleiter des Drei-Masken-Verlags, Dirk Olaf Hahnke. Einen herzlichen Dank an dieser Stelle von uns als Partner des Festivals. Ja. Chers invités, merci. Gut, ich danke Ihnen und ich werde nun dem Publikum das Wort geben und wir warten mit großer Vorfreude schon auf die Fragen. Vielen Dank. À Valérie pour avoir modéré cet échange. Vielen Dank, Valérie, dass Sie diesen sehr interessanten Austausch moderiert haben zum französischsprachigen Theater und auch die Rolle in der Kulturszene des Saarlandes. Ich möchte zuerst einmal mit den Fragen anfangen, die ich mir selbst gestellt habe, während Ihres Austauschs. Die möchte ich Frau Kürmeier und Frau Schuster-Gebe stellen. Wenn ich an die Festivals denke und an das, was Sie gerade dargestellt haben, auch Publikumsmagneten, wenn ich das richtig sehe. Aber wie ist es denn so sozusagen auch im kulturellen und auch im medialen Alltag mit frankophonen Inhalten? Frau Kürmeier, muss man da auf dem Heilberg kämpfen, dass man seinen Sendeplatz bekommt? Und gibt es vielleicht den einen oder anderen Vorschuss, der gibt, der sagt, lass uns doch mal was spielen, was vielleicht noch ein größerer Gassenhauer ist? Ich kann mir vorstellen, dass es da auch diskutiert wird über Schwerpunktsetzungen. Also wie einfach ist es, das saarländische, das regionale, das ist ja nicht nur saarländisches Publikum, aber das regionale Publikum, den regionalen Hörer als Partner zu gewinnen, damit man sich auch dazu entscheiden kann, frankophone Inhalte in die Kultur- und die Medienlandschaft des Saarlands einzubringen. Je ne sais pas qui veut commencer, mais c'est un... Ich weiß nicht, wer anfangen möchte. Ja, das ist eine sehr interessante Frage, Herr Theiß. Also grundsätzlich gehen wir von Inhalten aus. Also ich glaube, da spreche ich auch für die gesamte, also Schauspieldramaturgie, ich bin Schauspieldramaturgin, das ist meine Sparte, und Schauspielleitung. Also ob ein Text tatsächlich, aus welchem Land ein Text kommt, ist im Endeffekt, ja, ich weiß nicht, sogar vielleicht zweitrangig. Also dass es eine Art Affinität zu frankophonen Texten gibt und die gibt es definitiv. Wir suchen aktiv auch nach französischsprachiger Literatur, die wir gerne hier in Saarbrücken zeigen möchten. Also dass es die gibt, ist kein Geheimnis. Und wie ein Text dann auf eine Bühne findet, hat wirklich einfach mit einer inhaltlichen Anbindung zu tun. Da ist es dann, ein Molière ist halt,
ist immer zeitgemäß. Also der beschreibt ähnlich wie die antiken Autoren tatsächlich fundamentale Elemente menschlichen Handelns. Also wer entscheidet wie, warum, hat sich anscheinend in den, trotz aller Kultiviertheit, Zivilisiertheit in den letzten Jahrhunderten wenig verändert. Aber also die Offenheit ist groß und es ist eine dezidiert inhaltliche Entscheidung, so würde ich immer sagen. Ja, das ist bei uns ganz genauso. Es gibt, obwohl unser Intendant immer sagt, wir sind der französischste Sender der ARD, gibt es bei uns weder eine Quote dafür noch dagegen, sondern es ist tatsächlich eine lange Tradition, auch als Kulturvermittler, die uns eben verstärkt nach Frankreich gucken lässt und aber eben seit 20 Jahren auch nach Quebec. Nach Quebec auch deswegen, weil das wirklich eine ganz besonders reizvolle und auch deutschen Erwartungen sehr gemäße Art der Dramatik ist. Also, und man muss dazu sagen, frankophones Theater eignet sich grundsätzlich sehr, sehr gut fürs Hörspiel, weil die Autoren sehr, sehr viel verbalisieren. Das heißt, wo vielleicht manche deutsche Dramatiker mehr darauf setzen, dass die Dinge sichtbar gemacht werden müssen auf der Bühne, wird von frankophonen Dramatikern einfach sehr, sehr viel verbalisiert von den beteiligten Figuren. Und das ist für uns im Radio natürlich ein wunderbares Geschenk. Ja, vielen herzlichen Dank. Permettez-moi d'accueillir chaleureusement notre consul. Erlauben Sie mir ganz herzlich unseren Generalkonsul Sebastian Gira zu begrüßen. Lieber Sebastian, ich habe schon gesagt, ich habe dich schon entschuldigt, habe gesagt, du hast noch eine andere Sitzung mit der Botschafterin gehabt, natürlich aufgrund der schwierigen Lage, in der wir uns alle befinden. Aber wir haben die letzten 70 Minuten Corona-frei verbracht. Also wir haben über interessante Dinge gesprochen, ohne das Virus zu erwähnen. Das ist sehr gut. Bitte erlauben Sie mir noch eine letzte Frage an Herrn Chouanière. Denn wir haben gehört, Herr Chouanière, dass Sie bereits ins Saarland gekommen sind, dass Sie also bereits mit diesem deutsch-französischen Lebensraum in Kontakt gekommen sind, mit dieser kleinen europäischen Region im Herzen Europas. Ich bin mir sicher, dass von Montreal aus man vielleicht andere Regionen mit größerem Interesse verfolgt. Aber aus Ihrer Perspektive, wenn Sie sich die kulturelle Umgebung hier auch anschauen, das kulturelle Umfeld, in dem wir leben. Was denken Sie, ist es hier besonders oder ist es eine Region wie andere, wie Montreal beispielsweise? Was denken Sie, wenn Sie an das Saarland denken, von der angenehmen Überraschung bei der Preisverleihung, mal abgesehen? Ja, also mein erster Gedanke ist, dass schade ist, dass ich heute hier 2021 nicht persönlich im Saarland an dieser Veranstaltung teilnehmen kann. Aber ich denke, es gibt hier sehr viele Parallelen des Saarlandes mit Quebec, auch aufgrund der bilingualen Situation. Ich habe heute Abend ganz besonders gemerkt, dass ich das wirklich ganz erstaunlich finde, wie Sie das organisieren, dass hier diese Sprachen nebeneinander existieren, diesen kulturellen Sprachenmix, den Sie hier schaffen. Und ich denke, dass das wirklich bewundernswert ist, diese Bemühungen. Denn hier in Quebec, insbesondere in Montreal,
Wenn ich das jetzt auf das Theater beziehe, auf das Anglophone und das Frankophone in Montreal, gibt es auch spezielle Maßnahmen, um hier Brücken zu schaffen zwischen den Kulturen und den Sprachen, die natürlich aufgrund unserer Geschichte auch eng miteinander verbunden sind. Aber das sind natürlich auch politische Entscheidungen, die damit einhergehen. Vielen Dank. Ich möchte jetzt noch einmal, zu den Fragen kommen, die wir hier über den Chat erhalten haben oder über unsere E-Mail-Adresse. Ich schaue mal nach. Also hier gibt es eine Frage zu der Art, wie wir versuchen, die jungen Saarländer zu überzeugen, Französisch zu lernen, anstatt Spanisch beispielsweise. Denn hier hat uns jemand geschrieben, man liest in der Presse immer, dass Mallorca das Haupttourismusziel der jungen Menschen ist. Wie sagen wir diesen jungen Menschen, dass sie aber nicht Spanisch, sondern Französisch lernen sollen? Jan, ich gebe die Frage an dich, denn hier geht es ja um das Sprachenlernen. Ja, vielen Dank, lieber Roland, Herr Generalkonsul. Bitte korrigieren Sie mich. Mallorca ist ja in aller Munde momentan in Deutschland. Aber um Französisch das Erlernen des Französischen zu fördern, muss man hier ein interessantes Angebot schaffen. Also Französisch nicht nur lehren wie vor einigen Jahrzehnten, sondern hier didaktische Herangehensweisen haben, die angemessen sind. Und das habe ich ja bereits bei meinen einleitenden Worten gesagt. Wir müssen dafür sorgen, dass die Jugendlichen sich treffen können. Nicht nur virtuell, wie das im Moment der Fall ist, sondern dann später wieder ganz real, ganz live. Es gibt keine Hierarchie der Sprachen. Wie ich bereits gesagt habe, man sollte mit dem Französischen anfangen als erste Fremdsprache und der Rest, Spanisch beispielsweise, das kommt dann, das sind die gleichen Wurzeln, und Englisch lernt man sowieso schnell. Und im Saarland haben wir im Zentrum Europas mit unseren französischen Nachbarn haben wir ein Interesse daran, den Fokus auf das Erlernen des Französischen zu lernen, aber mit guten Methoden und mit einem guten Austausch, um zu zeigen, dass das kein totes Fach ist, sagt man auch immer, Französisch ist eine schwere Sprache. Es ist keine einfache Sprache, aber alle Schüler können sie lernen, wenn man ihnen pädagogisch gute Angebote macht. Wir sind sehr stolz, dass die Universität des Saarlandes und sie auch unterstützt in dieser Herangehensweise mit einem Controlling. Also man evaluiert hier die Lehrmethoden. Und ich denke, das ist einer der Schlüssel für den Erfolg. Ich möchte noch hinzufügen, dass das Institut Français bis 2019 auch zweisprachige Kindergärten empfangen hat in unseren Räumlichkeiten und dass wir das auch bald wieder machen möchten, sobald es wieder möglich ist. Ja, mit Vergnügen, darüber müssen wir sprechen, Frau Direktorin. Diese Frage wurde von Martine Mongeret gestellt. Das hatte ich eben nicht gesehen. Nur zu Ihrer Information. Eine weitere Frage
die von Nicolas Jacquinot gestellt wird. Welches Interesse hat das Saarland daran, Mitglied der internationalen Organisation der Frankophonie zu werden? Sollte die Frankreich-Strategie nicht eher mit einer Luxemburg-Strategie ergänzt werden und sich auf die Großregion konzentrieren? Also ich möchte ganz kurz antworten, Mitglied der OEF zu werden, ist deswegen wichtig, weil das ein sehr interessantes kulturelles Umfeld ist, in sehr vielen Bereichen, wie beispielsweise der Agence Universitaire de la Francophonie, also die Universität des Saarlandes, ist ja bereits Teil dieses Netzwerks und so möchten wir dann unsere Interessen voranbringen und es ist für uns sehr wichtig, ein Tor zu sein zur frankophonen Welt, denn wenn man heute im französischsprachigen Afrika ist, bemerkt man beispielsweise, dass das sehr dichtes Netzwerk von ehemaligen Studierenden der Universität des Saarlandes gibt. Ich hatte die Möglichkeit, mit dem Kabinettsdirektor des für die Frankophonie zuständigen Ministers in Paris zu sprechen, heute Nachmittag im Rahmen einer Videokonferenz. Und für uns ist das wirklich ein unique selling point, wie man sagt. Also dieses Tor zu sein zur frankophonen Welt in einem deutschsprachigen Land, in Deutschland. Und so auch die Möglichkeit zu haben, unsere Region internationaler aufzustellen, denn wir haben somit, das muss man auch sagen, in erster Linie Zugang zu diesem kulturellen Reichtum, den die Frankophonie darstellt mit ihren 300 Millionen von Einwohnern, also von Französisch Sprechenden. Das bedeutet nicht, dass, aber es bedeutet natürlich absolut nicht, dass uns Luxemburg nicht interessiert. Luxemburg ist das Powerhouse der Großregion. Das stimmt. Wir haben sehr viele gemeinsame Interessen, sehr viele gemeinsame Projekte, was beispielsweise den Arbeitsmarkt angeht, wichtige Strukturen, ÖPNV, Zusammenarbeit im Bereich der Hochschulbildung, der Sicherheit. Das sind sehr konkrete Projekte, die wir mit unseren luxemburgischen Freunden durchführen. Aber das ist kein Widerspruch. Man kann nicht das eine nur oder das andere machen. Das ist genau wie in der Schule, wenn man die Schüler fragt, wollt ihr Französisch oder Englisch lernen? Nein, das wäre auch, als ob man einen Schüler fragt, ob er lesen oder schreiben lernen will. Man braucht beides. Man braucht die regionale Ebene mit der Großregion, aber man braucht auch die internationale, die europäische Ebene. Und hier ist die Frankophonie eben sehr wichtig für uns im Saarland. Wenn ich etwas hinzufügen darf, Luxemburg selbst ist ja auch Mitglied der internationalen Organisation der Frankophonie. Saarland wird also seinen Nachbarn in der OEF wiederfinden. Ja, die einzigen, die da nicht drin sind, in Rheinland-Pfalz, aber wir machen jetzt keine Rheinland-Pfalz-Strategie. Das brauchen wir nicht, aber wir mögen sie trotzdem. Gut. Das waren die Fragen, die man uns gestellt hat. Ich schaue auf die Uhr. Wir haben noch die Zeit, Herr Generalkonsul, für Ihre Schlussworte. Wir haben uns ja 90 Minuten als Zeitlimit gesetzt und ich wollte Ihre Aufmerksamkeit nur noch kurz lenken auf ein sehr schönes Symbol, für das sich das saarländische Innenministerium entschieden hat und das unsere Verbindung zur französischsprachigen Welt zeigt, nämlich, dass die ein sehr großes
Gebäude, das hier gebaut wird in Saarbrücken für die französische Polizei, hier den Namen einer großen französischen Persönlichkeit tragen wird. Er war Mitglied der Résistance und ich denke, das ist was ganz Bedeutendes, wenn ein Gebäude der deutschen Polizei nach einem französischen Mitglied der Résistance benannt wird. Und ich bin sehr stolz, dass das saarländische Innenministerium diese Entscheidung getroffen hat. Und ich denke, wir werden hier und in Paris noch sehr viel darüber sprechen. Herr Generalkonsul, mit Vergnügen gebe ich Ihnen das Wort für die Schlussworte. Zuvor möchte ich aber noch eine kurze Sache sagen. Sie wissen, und Valerie, du weißt es auch, da hast du schon teilgenommen, dass wir normalerweise am Ende dieses Formats, da hätten wir ja normalerweise in Paris, wenn die Veranstaltung in Paris stattgefunden hätte, in unseren Räumlichkeiten, die wir zusammen mit der Region Nord-Est haben, hätten wir ja etwas getrunken. Wir hätten jetzt den sogenannten Apéro Savoir zu uns genommen haben. Wie Sie gemerkt haben, ist es einfach, sich online auszutauschen. Das haben wir hier heute gemacht, aber es ist noch nicht möglich, online ein Aperitif zu sich zu nehmen. Deswegen haben wir entschieden, dass wir Ihnen den Aperitif nach Hause schicken, in einem Päckchen, selbst nach Montreal. Und dass wir so den Aperitif dann getrennt, aber doch zusammen trinken können. Einen guten saarländischen Wein von der schönen Mosel. Ich danke allen Teilnehmern, ich danke allen Zuhörern und jetzt gebe ich das Wort unserem Generalkonsul Sébastien Girard. Herr Girard, vielen Dank, dass Sie heute Abend hier sind und Sie haben das Wort. Ja, vielen Dank. Und zuerst einmal möchte ich ganz besonders ganz besondere Grüße nach Montreal senden zu Herrn Chouinière. Und ich möchte mich noch einmal dafür entschuldigen, dass ich hier erst so spät an mich einwählen konnte in diese Sitzung. Ich habe, wie gesagt, noch einer anderen Sitzung teilgenommen. Ich möchte sagen, dass ich 3 Jahre lang in Quebec gewohnt habe und gearbeitet habe und deswegen hier eine enge Verbindung habe zu Ihrer Region. Und das ist ein Vergnügen, heute jemanden aus Quebec hier unter uns zu haben. Ich denke, dass das Thema der Woche der Frankophonie dem Prinzip der Frankreich-Strategie treu bleibt. Und ich denke, unter den gegenwärtigen Umständen brauchen wir alle den Optimismus, der auch einhergeht mit unseren Bemühungen hier um die Frankophonie. Ich habe mich mit Herrn Staatssekretär Lemoine, der zuständig ist für den Bereich der Frankophonie in der französischen Regierung, ausgetauscht und haben wir auch über Deutschland gesprochen und vor allem über Fragen des Französischlernens. Denn ich bin ja wahrscheinlich der glücklichste von allen meinen Kollegen als Generalkonsul, denn ich kann sagen, dass man hier im Saarland da ist das Erlernen der französischen Sprache ja sehr, sehr viel besser ausgeprägt als in anderen Teilen Deutschlands. Und wir haben uns aber gefragt, wie kann man das Erlernen der Sprache noch weiter voranbringen? Und wir haben uns gesagt, das Erlernen des Deutschen in Frankreich nimmt endlich wieder zu. Seit einigen Jahren. Und das dank Tokyo Hotel, diese deutsche Musikgruppe, die vor einigen Jahren sehr viele junge Französinnen dazu geführt hat, Deutsch zu lernen. Und so haben wir dann alle bemerkt, dass Musik ein exzellenter Vektor ist für das Sprachenlernen, dass man, wenn man die Musik hört, dann Lust bekommt, die Sprache zu erlernen und so, also das Fremdsprachenlernen gefördert wird. Und in Saarbrücken, hier habe ich
schon das Glück gehabt, dass Tandem, dass die Initiative Chanson à l'école durchführt, kennenzulernen. Und ich möchte Jan Wendiczuk danken, dass er Wolfgang Winkler und Anne Schöne hier ernannt hat, die beide Komponisten und Interpreten sind und die Jugendliche anregen, Französisch zu lernen. Er hat mal ein ganzes, in Zusammenarbeit mit meinem Vorgänger als Generalkonsul wurde so mal ein ganzes Album aufgenommen. Also mit Ihnen zusammen wollten wir den 20. März feiern, den Tag der Frankophonie. Auch wenn das natürlich nicht in Präsenz in einer Schule möglich war, angesichts der Umstände. Aber es ist ein Video aufgezeichnet worden zum Thema Chanson à l'école, das bald veröffentlicht wird. Und so unterstützen wir diese Initiative des Fremdsprachenerlernens über die Musik. Ich denke, dass wir alle sehr, sehr froh sein können über diesen großen Willen, Französisch zu lernen im Saarland. Wir kennen ja alle die Zahlen der Schüler, die jedes Jahr den DELF hier machen, das französische Sprachzertifikat. Wir haben hier ganz beeindruckende Zahlen. Es gibt unterschiedliche Kategorien des DELF, den DELF Prim, da haben wir jedes Jahr 2000, die den Abschluss machen. DELF Scolaire haben wir 500 pro Jahr. Also es machen nicht alle, die teilnehmen auch die Prüfung, also die im Kurs teilnehmen auch die Prüfung, aber es ist doch eine sehr hohes Niveau, eine sehr hohe Ebene. Und ich denke, dass das Erlernen des Französischen hier im Saarland auch über die Frankreich-Strategie wirklich sehr, sehr, sehr gut gefördert wird. Herr Schwaniere, ich denke, die Frankreich-Strategie kann man nicht so gut vergleichen mit dem, was in Quebec gemacht wird, aber es ist sicher, dass wir hier mehr als eine Unterstützung haben werden von Seiten der Regierung und dass Frankreich hier sich ganz aktiv natürlich aussprechen wird. Wenn ich einige Beispiele hier nennen darf, wenn ich hier den Platz, der gegenüber der Staatskanzlei liegt, überquere, um hier zur Staatskanzlei zu gehen. Und dann sehe ich, dass hier am Eingang ein zweisprachiges Schild hängt. Und die Internetseite der saarländischen Regierung ist ebenfalls zweisprachig. Wenn ich an die Universität gehe, die hat noch ihre am Eingang noch ihr altes Schild bewahrt. Man sieht also hier auch an der französischen Sprache, dass das Französische wirklich überall im saarländischen Alltag ist. Und es ist auch im kulturellen Bereich natürlich immer sehr nah. Das sieht man am Staatstheater, das ist ja auch heute Abend schon angesprochen worden. Und in den Medien. Und ich denke, das wird auch immer mehr für den Bereich der Wirtschaft gelten. Ich habe schon einige Unternehmenschefs getroffen von saarländischen Unternehmen, seit ich mein Amt angetreten habe vor einigen Monaten. Und habe hier die Rolle der französischsprachigen Mitarbeiter auch gesehen in den unterschiedlichen unternehmerischen Bereichen. Und ich denke, dass die Frankophonie nicht nur oder auch Französisch
nicht nur eine Sprache, es ist eine ganze Welt, es ist die ganze französischsprachige Welt, es ist eine Sprache, die von sehr vielen Menschen auf 5 Kontinenten gesprochen wird und sie gehört in dem Sinne keinem Staat. Die Académie Française zählt ja auch Mitglieder des afrikanischen Kontinents beispielsweise. Es ist also eine Sprache, die von sehr vielen geteilt wird. Und ich denke, dass sich das auch sehr gut widerspiegelt in der Programmgestaltung des Staatstheaters beispielsweise, wo man auch Künstler anderer Kontinente zu Wort kommen lässt. Überlässt Frankreich auch gerne seinen Platz anderen frankophonen Gebieten. Und ich denke, dass das im kulturellen Bereich auch sehr wichtig ist. Gut, das waren die Anmerkungen, die ich machen wollte heute Abend. Wir sehen uns spätestens bei der nächsten Woche der Francophonie im März 22 wieder. Aber natürlich werden wir wahrscheinlich vorher noch die Gelegenheit haben, zusammenzuarbeiten. Beispielsweise angesichts der Eröffnung des Campus de la Langue Française in der Cité Internationale de la Langue Française im Norden Frankreichs. Und hier zeigt auch der Begriff international, dass unsere Sprache nicht Eigentum eines Landes ist, sondern etwas sehr Internationales. Und in diesem Schloss, wo die Cité Internationale de la Langue Française begründet sein wird, werden wir dann ab März nächsten Jahres uns alle wiederfinden können und die Francophonie noch einmal neu entdecken können in dieser neuen Umgebung. Also bis ganz bald. Ja, vielen Dank, Herr Generalkonsul, für diese abschließenden Worte. Ich danke Ihnen alle für Ihre Teilnahme. Aber ich danke Ihnen auch für die Einladung. Im letzten Mal haben Sie uns jetzt zum Bal Populaire am 13. Juni eingeladen. Ich bin mir sicher, diese Einladung gilt noch, ist noch aktuell. Also spätestens dann am Bal Populaire werden wir uns sehen. Das ist dann weniger weit weg als die Cité de la Langue Française. Okay, ja, vielen Dank. Ich danke Ihnen allen und wünsche Ihnen noch einen exzellenten Abend und bis ganz bald. Auf Wiedersehen. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank für die Einladung.